Leute, es ist die beste Waffe, die ich jemals gesehen habe. Hey Kinder! Was geht denn bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten Case-Opening-Video. Case-Opening. Ich öffne nun diesen Käse hier. Ich habe mir 10 Schlüssel geholt. Ich werde 10 Böckchen öffnen. Das ist meine erste Beöffnung. Ich weiß natürlich schon, dass unten das Gelbe oder Goldene natürlich gut ist. Die Roten und die Lila auch gut. Und dann wird es... Also es wird noch von unten von nach oben immer schlechter, sag ich mal. Die Blauen sind dann Pillepalle. Fangen wir einfach mal an mit dem Spaß. Wir öffnen einfach mal hier eine Operation Phoenix-Kiste. Von denen habe ich eh voll viele. Wie viele Schlüssel habe ich davon? Warte mal. Da habe ich eh 4 Schlüssel. Ich habe 5 verschiedene Arten von Kisten. Ne? Also Operation Phoenix, dann Shadow Case, Chroma Case, 2 Chroma Case und Falchion, Franzosenkisten oder sowas, man weiß es nicht. Und ja, ich dachte mir, ich mach's einfach mal auf. Okay, beginnen wir einfach mal mit dieser Operation Phoenix Weapon Kiste und hoffen darauf, dass wir keinen Stiefel finden. Natürlich ziehe ich jetzt gleich ein goldenes Knife, ist ja wohl klar. Okay, los geht's. Goldenes Knife und da ist es. Ach komm, fängt ja mal gar nicht so schlecht an. Und da guck mal, so eine blaue. Ist natürlich schon gut, Tactical, Kram. Ja, also das war's, vielen Dank, ciao, ciao. Mal, wir wechseln zwischen den Kisten. Mein Mikrofon spackt dir gerade ein bisschen ab. Du musst ja auch schon eine Lampe hinstellen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig hier mit der Beleuchtung. Also das gefällt mir gar nicht, diese... Ja, machen wir einfach mal diese Chroma-Kiste auf. Seid ihr bereit? Ja, wir gehen. Ich will diese chinesische M4A1. Okay? Los. Chinesisch. Irgendwas Chinesisches, komm schon. Fuck! Da sind Totenköpfe drauf. Also das ist jetzt wohl ein Skin, den ich natürlich behalten würde, sowas, ja? Ich wollte auch in dem Case-Modding eigentlich über ein Thema sprechen, aber natürlich geht's wahrscheinlich nicht lang genug und das ist für euch ultra langweilig, also mache ich es nächstes Mal. Das Thema sind dann die Skins, diese Verrücktheit nach Skins. Aber die sieht ja mal schick aus. Hey, komm, direkt mal, replacen. Ab jetzt spiele ich nur noch mit Glock. Wäsch, peng, peng! Ich mache euch jetzt kaputt mit meiner Glock, Achtung! Weiter geht's! Ich werde einfach mal jetzt Folgendes öffnen. Habe ich schon ein Shadow Case aufgemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir mal so ein Shadow Case auf, ja? Seid ihr bereit? Es gibt gar nichts Chinesisches, also da kann da nichts drin sein, das mir gefällt. Wahrscheinlich irgend so ein Scheiß, ich. So. Chinesisch. Ist es jetzt Chinesisch? Ich weiß es nicht. eine Galil AR Stone Cold. Blau. Das da hinten sieht so ein bisschen Halo-mäßig aus, oder? Ist das nicht die UNSC? Haben die nicht so ein Zeichen? Ich weiß es nicht, aber blau ist schon ganz schön, oder? Wir haben noch eine... Wir machen jetzt mal so eine Falchon-Kiste auf. Wo habe ich diese Falchon-Kisten? Kann mir jemand sagen, wie das heißt? Wollen Sie vielleicht eine Kiste? Hier ist ja was Cooles drin. Komm schon, was Chinesisches. Will ich eigentlich so nicht haben. Ja, gut, das Knife will ich nehmen. Okay. Komm schon. Jetzt freue ich mich voll mit. Komm! Gelb! Knife! Ah, die kann ich ja fortschmeißen, da, die Waffe. Die kann ich gerade in der Hals kicken. Wie sieht die denn aus? Schick! Ein bisschen schick ist sie schon. Ah, komm, lass ein bisschen schick sein, komm. Okay, continue. Übrigens, vielen Dank an meine Sponsoren. Ich habe von vielen Leuten jetzt Kisten bekommen und ich werde euch da unten verlinken. Von Mörder habe ich auf jeden Fall welche bekommen. Black Love, von die habe ich auch welche bekommen, oder? Und ich habe noch von 2 Leuten Kisten bekommen. Oh Gott, tut mir echt... Leute, hey. Aber ich habe auch viel Stress in letzter Zeit, ne? Die ganzen Kisten und sowas, die zu ordnen. Ich guck mal kurz, welche hätte ich denn gern? Die Galil sieht ultra gay aus. Die Mac 10 sieht cool aus. Die M4 sieht auch cool aus. Die AWP sieht ganz schick aus, ja. Komm, die AK... Ah, die AK würde ich auch nehmen. Ich habe noch keine AK. Die AK würde ich auch nehmen. Ich werde dann eh ein paar an euch verdingsen. Ein paar Skins werde ich... Ihr wisst schon. Aber, wie heißt denn das Wort? Bin ich behindert jetzt? Ich werde die Skins an euch weitergeben. Und zwar durch ein Geschenk. Also praktisch als Dauerleihgabe. Ich werde es halt euch unterjubeln. Also, komm schon. Komm schon. Die AWP. Die Desert Eagle. Ach nee, die habe ich nicht. Die Ding ist mit Gold. Ist jetzt nicht so gut. Ist jetzt nicht so gut. Die Hälfte haben wir schon verballert. Komm schon. Irgendwas Gutes. Oder vielleicht auch nicht. Dann noch zur verkackten Farmers gewechselt. Geht. Aber die andere, die davor war, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil das mindestens 2 Sekunden her ist, die hätte mir besser gefallen. Die kleine. Das ist jetzt nicht so gut. Survivor Z, also die kann man natürlich schon... Neben dem Continue gibt es noch einen Button, da steht einfach No. No. So einen Button bräuchte ich jetzt. Ah, gut, geht. Geht. Die AWP sieht schick aus, sehr schick. Oh, die P90 hätte ich gern. Und die SG-553, ein bisschen gay, aber hätte ich trotzdem gern. Also die hier will ich haben und die AK und die P90 und die AWP und dieses Rare Special Item. Naja, was wird sein? Ein Hut oder sowas? Komm, greif mal zu. Hut. Komm schon, der Hut.
Ja gut, ich sag's mal so, ne? Kann ich mir auch auf den Kopf ziehen. Das sieht schon wieder so Halo-mäßig aus. Aber es ist natürlich eine lila Waffe. Also schon gut. Es könnte aber auch ruhig rot werden, mein Gott. Das ist so spannend alles, das ist so spannend. Wir singen immer Turmschutzbunker. Die AK oder die P90, also eins von beiden wird ja wohl drin sein. Hopp jetzt, AK. Was, Negev? What's there to know? Also die spiele ich nie. Para, ne? Das hat man doch früher gesagt. Oder? Früher doch die gute alte Zeit mit der Para durch den Wald. Bäume gefällt und so. Wo ist meine Glocke eigentlich hin? Hey, Kinder! Flachion-Kiste. Da waren, glaube ich, die chinesischen Sachen drin, oder? Nicht. Die P90, gut. Die Galil sieht auch recht mittelschick aus, oder? Die könnte man schon, AWP, naja, ein bisschen gay. Die AK eigentlich auch. Okay, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Kinders! Guck mal da, Hyperbeast. Siehst du das? Wie rot die ist und so, mit rotem Kram und irgendwas hier, da vorne eine Schlange. 100 Damage macht die mehr. Die ist so gut, wenn du daneben schießt, stirbt derjenige trotzdem. So gut ist die, habe ich mal gelesen. Im Radio. Oh, guck mal, das war sogar die beste hier in dem Ding, oder? Die ist ganz da unten. Kinas, Kinas, ich bin schon jetzt ein bisschen gut. Minimal Wear, also wenig selten getragen, also schon gut in Schuss, oder wie darf ich das verstehen? Well worn. Die ist schon... Ah, deswegen ist sie so geil abgenutzt. Da kann man ganz kurz gucken, scheint mal nicht so. Ja, da unten seht ihr das, dieses abgenutzte Ultra. Das letzte ist eine Operation Phoenix Kiste. Case, Kiste. Seid ihr bereit? Die AWP Asimov, von der höre ich andauernd. Aber ich... Diese P90, bitte diese P90. Wenn es gelb oder rot ist, schmeiße ich es in die Mülltonne. Wisst ihr, so Rechtsklick, wegschmeißen. Also alles unter meiner P90 natürlich auch, den Scheiß hier. Aber vor allem das Goldene würde ich schon stark wegwerfen. Komm schon, P90, drücken, P90! Oh, was? Der Root Sandstorm Waffe? Die hat da so eine Anzeige? Okay. Leute, es ist die beste Waffe, die ich jemals gesehen habe. Scheiß auf die AWP, die ich gerade eben bekommen habe. Hat die auch so eine Anzeige? Ich glaube nicht. Sieht schon echt schick aus. Ich meine, die Farbe ist halt so ein bisschen nicht männlich, aber die Zahlen. Jede Zahl für sich legt nochmal einige Eier auf die Waffe drauf. Und da unten dieses Schild. Hör mir auf. Also soweit zu meinem ersten Käse-Opening. Frage an euch. Das Exterieur, die Abnutzung. Ich nehme an, das ist die Abnutzung. Meine Frage ist, nutzt die immer weiter ab, wenn ich sie auch dann habe? Oder bleibt die für immer well-worn oder minimal-wear? Ich werde noch ein Case-Opening machen demnächst und dann schauen, welche Skins ich verschenke und welche ich selbst trage. Und jetzt, Kinder, nicht vergessen, schön den Daumen nach oben, dann wird man euch loben und es wird kein Sack Reis umfallen in China. Aber wenn ihr wollt, ist die Reissäcke umfallen, geht trotzdem Daumen hoch. Ich sag's nur. Abonnieren, favorisieren, analysieren, onanieren, rumrühren, filetieren, telefonieren, Wurst und Käse. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.